Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Julian Entertainment. Und ja Leute, erstmal wollte ich mich nochmal bedanken für die ganzen Leute, die letzte Woche bei dem 8-Stunden-Livestream dabei gewesen sind. War richtig nice. Wie ihr gerade am Titel schon gesehen habt, habe ich Flexit in meinem 8-Stunden-Livestream getroffen. Nochmal kurz zum Livestream. Ich kann das leider nicht online schalten aufgrund von Urheberrechtsverletzungen bei Songs erraten und so. Deswegen habe ich aber jetzt einen kleinen Ausschnitt für euch. Bisschen Real Talk mit Flexit. War sehr interessant. Natürlich auch Thema Corona. Leute, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, drückt bitte hier unten rechts auf den Abo-Button. Ich würde mich freuen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Leute, gleich erstmal zu McDonald's. Ach, Flexit. Ich drehe komplett durch. Ich drehe auch komplett durch, Digga. Was geht? Hör mal, alles gut bei dir? Bei mir auch. Bist du auch gerade live? Ja, sicher, Digga. Du auch, oder was? Ja, ich habe 8-Stunden-Livestream heute. Boah, gute Nacht, Alter. Nee, ist das nicht voll anstrengend? Ich habe schon mal 12 Stunden gemacht. Krass, läuft bei dir. Was zockst du denn da, oder bist du noch am Chillen? Nee, ich habe vorhin ein bisschen GTA. Jetzt habe ich, vorhin hatte ich so ein bisschen Community-Songs erraten, nennt sich das. Aber nicht diese scheiß Warplay hast du gemacht, oder? Nein, nein, nein. Ganz normal PvP. Schon sagen, ey. Ist verrückt? Okay. Nein. Okay. Aber hör mal, guck mal da hinten an der Wand. Ja. Ja? Guck mal an die Wand. Oh, geil, Alter. Geil, ich will auch sowas. Ja, warte, kannst du kurz was zeigen? Pass auf. Ja, zeig mal. Pass auf. Wie viele Zuschauer hast du? Ich weiß nicht, ich guck nie rein. Ich guck mal 4 und 1 gerade. Müssen die Leute ja mal ein bisschen unterhalten hier, oder? Was sagst du? Okay, ich bin gespannt. Let's go. Pass auf, ich muss mal kurz eine Nadel holen. Digga, ich weiß nicht, ob ich sowas zeigen darf auf YouTube. Ich will ja, das ist nicht deine Zunge, das sehe ich ja. Ja. Digga, er freut sich richtig in Aster, Freunde. Wo hast du so eine Scheiße? Wo hast du so eine Scheiße bestellt, Digga? Auf Amazon. Digga, was kostet sowas? 6 Euro oder so, keine Ahnung. Ja, okay. Ich stelle dir einfach eine Fake-Zunge rein, Bruder, muss komplett los. Also, du kommst auf gute Idee nach 6 Stunden Stream noch? Läuft bei dir? Nein, das war eigentlich für ein Video. Also, ich habe schon ein Video damit gemacht. Mhm. Und die Sachen, die ich halt bei einem Video gemacht habe, die mache ich dann halt manchmal auch hier. Ja, entspannt, entspannt. Läuft bei dir. Was hältst du vom Thema Corona? Ist eigentlich ein schwieriges Thema, ne? Wie man jetzt darauf antwortet. Ich bin gespannt. Ich sag mal, in der momentanen Lage heftiger, als ich gedacht habe. Und die Ausbreitung ist einfach massiv und ich finde es halt schade, dass vor allen Dingen junge Leute drauf scheißen. Das ist heftig, denn dass sie da keinen Respekt vor haben, dass ja, man andere Leute da noch anstecken kann, beziehungsweise auch ältere Leute, ne? Deswegen, ich arbeite selber heftig im Altenheim einmal. Das ist eine krasse Verantwortung, ne? Bei uns war sogar Besuchsverbot alles. 2000 years later. Ich habe jetzt zum Glück im Moment Urlaub, deswegen habe ich damit erstmal nicht am Hut. Aber ich krieg das natürlich von Arbeitskollegen oder so mit, weißt du? Boah, das ist halt eine richtige Katastrophe, ne? Ja, das, also dieses scheiß Virus ist ja wirklich dafür da, damit die alten Leute, also quasi ist es ja dafür da, damit die verschwinden einfach. Ja? Oh, ist das hart ja, an, was heißt, ja, hört sich hart an. Guck mal, ich war bei einem HNO bei mir in der Stadt. Ja. Und der sagt, als Arzt, der sagt einfach zu mir, wenn die Natur will, dass die Menschen sterben, dann findet die ihren Weg. Klar. Da habe ich so gedacht, Digga, du bist Arzt. Du hast geschworen, du wirst immer Leben retten. Und du sagst einfach sowas hier, ey. Kranker Scheiß, sei mal ehrlich, oder? Ja, sicher, das ist krank. Boah, ich habe schon gesagt, hier bei mir in der Stadt, ich wohne in der Nähe von Köln. Also in der Nähe von, ja, wo ist auch Nähe Köln, oder? Dortmund. Dortmund, okay. Auf jeden Fall hier sieht es jetzt momentan aus, so als hätten wir jeden Tag Sonntag, ne? Ja, also das ist bei uns nicht genau, ja. Guckst aus dem Fenster oder gehst einkaufen, hast das Gefühl? Ja, ja. Haben wir wieder einen Feiertag? Was ist los? Aber das ist crazy, ne? Das ist wirklich nicht cool so. Nein. Also ich werde jetzt alles hier in YouTube reinstecken, meine komplette Zeit. Ich habe mir nebenbei noch was aufgebaut, eigentlich eine Agentur für Werbung und sowas. Lief echt extrem gut. Ja, jetzt aktuell kannst du eigentlich in der Katastrophe, ne? Ja. Aber jetzt habe ich halt wieder Zeit so für meine Sachen, wo ich damals angefangen habe. Und das ist halt einfach YouTube. Und ich werde jetzt YouTube komplett durchziehen mit Streams, mit Videos und so. Ab jetzt, heute wieder jeden Tag ein Video und so auch. Das ist halt, ey, ich sag's dir, es ist so komische Situation aktuell, aber da müssen wir alle das Beste draus machen. Und ich glaube, es gibt danach, wie in allen Sachen auch, es geht immer weiter. Es kann halt krass scheiße am Ende irgendwie, aber es kann auch jetzt einfach positiv enden. Und ich hoffe, ich gehe von der positiven Sache eher so aus, dass vielleicht in einem Monat so alles eingedämmt ist, beziehungsweise ja, nicht mehr so krass ist, was ich nicht unbedingt glaube, aber ich hoffe es einfach. Sagen wir es mal so. Glauben nicht, aber ich hoffe es einfach, dass wir nach einem Monat mal wieder ein bisschen mehr, ja, dass die Restaurants wieder aufmachen können und. Ich hoffe nicht, dass es jetzt über den kompletten Sommer, über das komplette Jahr geht. Das wäre eine absolute Vollkatastrophe. Also, es ist alles scheiße.
Ja, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube auch, dass Gamescom und so abgesagt wird. Ja, muss ja auch. Das, also Weißt sowas wie, naja, muss ja auch, aber also jetzt mal ganz im Ernst, da soll man immer eine Gamescom einmal ausfallen für ein Jahr, anstatt man, dass man ein Jahr nicht mehr rausgehen kann und nicht mehr essen gehen kann, sich nicht mehr mit Freunden treffen kann, wenn du ehrlich bist, oder? Ja, Scheiß mal sicher. auf so eine, Messe am Ende des Tages so. Ich war. Das normale Leben soll einfach wiederkommen und das wäre so echt toll, ey. Als das so richtig losging mit dem Coronavirus, hat erstmal Gamescom so die Tickets eröffnet, so. Echt? Vorverkauf ready. Ich denk so, hä? Stimmt, habe ich mitbekommen bei 1 Live und so, ne? Ich hab gedacht, Ja, Alter, was ist denn mit denen los, ey? ja. Naja, ja, die brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen Kohle, mussten die noch einnehmen, bevor die, weiß ich nicht, ey. Ey, das ist so heftig, Freunde. Ich hoffe einfach, dass es einfach so schnell wie möglich vorbei wird, die ganze Scheiße. Ja, klar, auf jeden Fall. Naja, Hör Digi, mal, mein, ganz kurz, wie bist du denn ja. auf die Omegle-Livestreams gekommen? Puh, einfach so spontan habe ich damit angefangen, einfach. Ich hatte Lust, was habe ich vorher mal auf irgendwelche Videos reagiert, so wie Unge das mal. Werde ich bald auch mal wieder ganz normal machen. Aber ich fand das eigentlich ganz cool, so. Das ist immer ganz unterhaltsam, weil man lernt immer andere Leute kennen, immer andere Geschichten und so. Das ist ganz cool eigentlich. Ja, ich habe deine Reactions halt so mal so ein bisschen gesehen. Früher deine Pranks bei Naja, danke. Meckes. So. Ehre. Wo du halt echt bis ans Limit gegangen bist, ja? Also, ja, aber du warst ja dann echt ein bisschen inaktiv, ne? Wie kam das Ja, denn? klar. Ja, weil ich keinen Bock mehr richtig so hatte. Ich hatte mehr Bock, mir so andere Sachen neben YouTube aufzubauen. Das habe ich ja so ein bisschen gemacht so. Und jetzt habe ich halt nicht mehr die Zeit dafür, beziehungsweise ja, die aktuelle Lage nimmt es halt nicht so her. Und ich habe jetzt mit einem Kollegen, wann war das? Vor 3 Tagen, der macht auch YouTube. Vielleicht kennen viele von euch den Box oder Obox Ja. Talk gehabt, so auf Teamspeak, ey, mehrere Stunden so. Und das hat mir schon öfter sowas. Und es hat mir wieder die Augen geöffnet. So. Ich habe damals YouTube angefangen, so aus Spaß. Und ich wollte unbedingt YouTuber werden, so. Und ich bin in letzter Zeit einfach immer so mit Füßen getreten, so einfach. So ein bisschen klar habe ich immer noch gelivestreamt und so. Und meine Streams halt so gemacht. Aber ich habe halt irgendwie nie wieder so richtig Content gemacht und viel Content und einfach nicht das gemacht, wo ich Bock habe, so. Und das war jetzt ein bisschen so kacke. Und ich mache jetzt einfach wieder regelmäßig Content. Ich will jetzt jeden Tag Content machen und so. Einfach Zuschauer, die mich abonniert haben, die Bock auf den Content haben. Wahrscheinlich wird den Content, den ich bringe, nicht jedem unbedingt gefallen, aber ich kann es nicht jedem recht machen. Jetzt gerade habe ich da auch wieder Bock drauf. Ich habe mit Leon gesprochen, so er macht auch diesen Content und ey, da, jetzt gerade habe ich wieder Bock. Ich habe vor einem Monat noch gesagt, boah, auf diesen Content habe ich auf gar keinen Fall Bock, aber mir ist es immer so und das wissen die aktiven Leute hier unter uns. Das ändert sich bei mir minütlich, stündlich wahrscheinlich. Ach, wirklich, das ändert sich. Felix macht, was er will. Ja, es ist, ja, aber für YouTube-mäßig, technisch ist es nicht gut so. Du kannst nicht eine Naja. Woche McDonald's-Pranks machen, dann eine Woche Reactions, dann eine Woche Fitness-Videos. Man muss sich auf eine Sache konzentrieren. Und das habe ich noch nie so ganz gerafft, so ein bisschen irgendwie. Aber ich denke mal, ich bin jetzt offensichtlich, wollte ich schon sagen, zuversichtlich. Ich werde jetzt meine Linie jetzt hier durchziehen. Aktuell ist eh nichts anderes möglich. Was soll ich sonst für. Ich kann keine McDonald's-Pranks machen. Ich könnte jetzt nicht rausgehen, irgendwelche Interviews führen, Straßenumfragen, irgendwelche Pranks draußen. Deswegen bin ich jetzt auf diese Videos angewiesen. Ich hoffe, ihr supportet das, Freunde. Würde mich auf jeden Fall freuen. Auch du, schau gerne mal rein. Selbst wenn du sagst, Digga, es ist nichts von den Videos her, würde ich mich freuen, wenn du draufklickst, durchlaufen lässt Ja. beim Kacken, beim Duschen oder so, für die Watchtime, so, weißt du? Jeder klickt selten. Ja, Jeder weiß Klick, jede Watchtime zählt, so, weißt du, ich meine? Deswegen wäre Ich habe ich echt froh für jeden Supporter. Gleich nach dem Stream, Freunde, das erste Video online, würde mich freuen. seit November habe ich meine Monetarisierung. Du glaubst nicht, wie ich das Ja. gefeiert habe. Also ich mache Ja, erst glaube ich. seit YouTube erst nach seit knapp einem Jahr jetzt. Ja. Und ich mache fast nur hier Ome TV Videos Ja, und ja. ein bisschen Gaming halt. Ja. Aber was natürlich am meisten geklickt wird, ist wirklich hier Ome TV Pranks und sowas, weißt du? Ja, klar, klar, Das ist klar. so ähnlich, Aber. wie du das sagst, so, ne? Also du Ja. machst halt den Content, den die Leute sehen wollen, dann machst du was anderes, komm. Genau, juckt keinen. Es ist, ja, ist halt immer so. Du bist halt, Ja. die meisten haben mich ja auch wegen McDonald's-Pranks abonniert. Ich wette mit dir, ohne heute zu gucken, beziehungsweise ohne im Chat irgendwie den Chat zu analysieren, hat bestimmt irgendeiner gefragt, wann kommt mal wieder McDonald's-Prank. Ist halt einfach so, aber du kannst halt nicht jedem recht machen, so, weißt du, ich meine? Entweder die Krass. Leute schalten an, das Video gucken sich wegen mir an, wegen Titel, wegen Thumbnail oder was auch immer. Aber das Beste natürlich, weil sie mich sehen wollen oder irgendwelche meine Reaktionen oder irgendwas halt sehen wollen, ne? Ja, klar. Bruder, wir werden hier schon absolut sentimental. Es wird Zeit, dass ich noch ein paar Ischen kläre hier. Du Alles auch, gut, Digga. mach das, Sonst mach werden deine das. Männer hier nicht, kommen ihre, deine Männer nicht auf deine Kosten und meine auch nicht. Die Männer schlafen schon ein. Die hatten gerade bei mir noch die Hände unter der Bettdecke, Digga. Wollten gerade anfangen. Jetzt kommst du hier, Digga, mit Bart. Und dann haben die gar keinen Bock mehr. Vielleicht findest du die mit der Transgender-Freundin, die habe ich gerade schon getroffen. Ja, wäre doch mal nicht schlecht. Ich hoffe, Freunde. Wir geben Vollgas. Macht ihr noch einen schönen Abend und euch auch, ne? Dir auch, ja, danke Ja, dir. Mach's ciao, gut, ciao. tschüss. So Leute, das war's von mir. Hier auch nochmal vielen Dank an die komplette Community, die einfach hinter mir steht. Wir sind bald bei den 2000 Abonnenten. Ich freue mich wie ein Tier, Alter. Auf jeden Fall richtig nice. Und Leute, ich wünsche euch jetzt ein wunderbares Wochenende. Am Montag kommt die Top 10 Ome TV-Nutzer. Ja, das heißt, ich habe ein Video gemacht, habe ich den Leuten schon mal erklärt, wo man halt sieht, was es für Nutzer auf Ome TV gibt.
So Leute, wie gesagt, bleibt gesund. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Jun Entertainment. Ciao.